Damit wieder ein herzliches Moin Moin. Hier ist euer Micha und es geht weiter mit FIFA. Und zwar dem DFB-Pokalfinale. Ihr habt es richtig gehört, wir sind in Berlin und spielen das Finale. Wunderbar, stimmt alles so? Ja. Ich bin voller Vorfreude und wenn wir so Elfmeter schießen, dann möchte ich nicht ins Elfmeterschießen kommen. Ah, yep. So schon besser. So, genießt diese Atmosphäre. Wir stehen im DFB-Pokalfinale. Immer noch nicht zu glauben, wir sind Zweitligameister geworden. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, uns für die Euroleague zu qualifizieren. Oder für die Qualifikation der Euroleague zu qualifizieren. Ich weiß gar nicht, gibt es das bei FIFA überhaupt? Ja, gegen Darmstadt locker gewonnen, 5-1. Spielerdebüt. Och, Augsburg gibt mal zwei Leuten im letzten Spiel ein Spielerdebüt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Kann man machen. Muss man aber nicht. So, konzentrieren und hoffen und feiern, denn wir haben hier ein grandioses Spiel vor uns und ich hoffe, es wird grandios. So, ein Kopfballduell gewinnen. Oh, das war gar nicht so gut. Ah, das war auch nicht so gut und das war gar nicht gut. Und wenn wir diese Phase jetzt überstanden haben, diese nicht gut Phase, dann geht es hier los. Dann können wir noch mehr feiern. Da werden die Vasen abgedanced. Ich weiß gar nicht, ob das heißt die Vasen oder der Vasen. Ich glaube, der Platz heißt der Vasen. Weil der Platz. Ach, ich habe keine Ahnung. So. Ah, wieder nicht. Medojevic macht da stark. Maxim. Maxim sieht Mané. Und Mané sieht da unten Henrys. Ja. Und Henrys sieht den in der Mitte. Oh, Traumtor. Driussi. Goal. Das wichtige 1:0. Wir sind auf einem guten Wege. Vorhin haben wir ein bisschen, ich sag mal, gepennt und uns ein paar Sachen nicht gut gelaufen. Da im Strafraum hatten wir Glück, dass Augsburg da die Chancen nicht genutzt hat. Aber jetzt geht's los. Jetzt muss Augsburg kommen. Die haben kein Rückspiel, die haben nichts. Das heißt, ab einer gewissen Zeit muss Augsburg nach vorne kommen. Natürlich jetzt nicht in der 20. Minute. Weil es sind noch 80 Minuten Zeit. Nee, 70. 80. Obwohl mit Verlängerung sind es fast 80 Minuten noch gewesen. Und, oh, schade. Schade, schade, schade. Wir kommen hier ganz gut in die Partie rein. Oh. Augsburg kann dem Druck bald nicht mehr standhalten, hoffe ich. Und, ah, ich dachte, der nächste gefährliche Ball, oh, der war überhaupt nicht gefährlich. Der sollte eigentlich in die Mitte abgelegt werden. Aber egal, weiter geht's, konzentrieren. Henrys spielt auf Medojevic, Medojevic, Gentner. Gentner auf Maxim und Maxim schickt Driussi. Oh, es war gerade auch schon Driussi. Ich habe hier Quatsch erzählt. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ah, jetzt habe ich ihn da aus der Abwehr rausgeholt. War aber alles gut, alles gut, alles gut. Jetzt nicht zu voreilig den Ball vertändeln. Wir können das Spiel jetzt ein bisschen ruhiger angehen als die anderen, denn ja, in der Liga macht es
in dem Sinne erstmal nichts, wenn man sich das 1-1 fängt. Hier wäre es ärgerlich. Und deswegen gehen wir die ganze Sache ein bisschen ruhiger an. Natürlich mit dem Druck noch nach vorne, aber wir müssen jetzt hier nicht unbedingt aufs... Ja, was heißt nicht aufs 2-0, das gehen wir schon indirekt, aber wir brauchen das nicht sofort. Irgendwann muss Augsburg aufmachen. Spätestens irgendwann ab der 60. Minute. Und wenn wir so lange Augsburg von unserem Tor weghalten und dann auch Augsburg danach nicht unbedingt kommen lassen, aber vielleicht ergeben sich dann die ersten Chancen zum Kontern, die wird es jetzt noch nicht geben. So weit macht Augsburg noch nicht auf, glaube ich. Schön. Einfach schön und das war schlecht. So, und damit haben wir Halbzeit 1 geschafft. Wir führen 1-0, wir führen 1-0. Wenn das Ganze sich jetzt ein bisschen nicht so nach Feier anhört, sondern ein bisschen leiser. Halb zwei nachts. Und wir sind in einem Mehrfamilienhaus und unter mir ist ein Holzboden. Da ist zwar noch ein Kunstparkett und unter uns schlafen zwei Kinder. Ja. Und meine Melanie schläft auch schon nebenan. Von daher kann ich nicht mehr ganz so laut schreien. Das wird mein Nachbar. Warum ich den aufnehme, ist ganz einfach. Ich habe nur noch morgen früh so ungefähr 1-2 Stunden Zeit, wo ich das Video noch zurechtschnibbeln kann und hochladen kann. Denn morgen Nachmittag gehe ich zu einem Workshop, ein Gesangsworkshop. Ja. Und deswegen ist morgen dann keine Zeit und Samstag auch nicht. Und Sonntag ist Pfingsten. Und Montag ist auch Pfingsten, also Feiertag, da wird auch nichts kommen. Da gehe ich mit den Jungs Fußball spielen, in Real Life. Und deswegen kommt das nächste Video auf diesem Kanal erst Dienstag. Und ich habe gedacht, ich kann euch nicht so lange alleine lassen mit der Ungewissheit, ob wir jetzt den DFB-Pokal uns holen oder nicht. Und deswegen spielen wir das noch kurz eben nachts um 1:30 hier durch. Aber deswegen bin ich nicht ganz so laut. Das ist eigentlich alles. So. Wieder ein bisschen Druck machen und so langsam können wir auch mal wechseln. Und so langsam sollte Augsburg nach vorne kommen. Aber wir sollten auch den Ball dann kriegen, wenn sie schon mal vorne sind. Na. Ja, aber nicht so. Halleluja. Und wieder haben wir den Ball nicht. Na, jetzt kriegen wir ihn gar nicht mehr. Oh, nee. Oh, haben wir ein Glück. Wir hatten den schon ein paar Mal, aber dann konnte ich ihn nicht schnell rausspielen. Das ist das Gefährliche auch. Dass wir eben, sag ich mal, ja, nicht den Ball nach vorne kloppen, in der Hoffnung, da steht schon jemand, sondern ich wollte ihn jetzt schön rausspielen, damit wir auch den Konter fahren können. Aber das ging fast in die Hose. Aber jetzt merkt man schon, Augsburg muss schon aufmachen. Da haben wir auf der Seite Platz. Ah, schade, ich dachte, er läuft damit besser mit. Ja, da ist es 2-0. Da ist das 2-0. Hosogai gerade eingewechselt. 2-0 in der 75. Minute. Das heißt, Augsburg wirft jetzt alles nach vorne. Und wir haben schon die Fingerchen, den kleinen Finger, der ist schon am Pokal dran. Da sind vielleicht auch schon zwei Finger am Pokal dran. In der 80. Das muss jetzt eigentlich noch ganz blöd laufen, wenn wir uns den noch wegnehmen lassen. So, seht ihr.
Die müssen sowas von aufmachen. Und dann machen wir das ganz cool. Und jetzt haben wir beide Hände schon um den Pokal. Wir sind Pokalsieger. Wir haben den DFB-Pokal. Ich bin einfach so frech und sage das in der 80. Minute. 2-0 ist gefährlich. Da passt man einmal nicht auf. Dann haben die Feuer gefangen. Und dann machen die Druck. Und dann kann man auch noch Pech haben, dass man das zweite kriegt. Aber ein 3-0, no way. Nicht so, wie wir zurzeit verteidigen. Und die müssen ja komplett aufmachen. Die haben ja nichts mehr hinten. Und, oh, Hosogai hätte uns auch noch das 4-0 beschenken können. So ist ja Darmstadt auch auseinandergefallen. In den letzten paar Minuten konnten wir die ja einfach auskontern. Ich sag mal, selbst wenn wir jetzt noch ein Tor fangen, das macht den wohl auch nicht mehr fett, aber wir wollen ja gerne zu Null spielen. Oh, schön Garcia. Haben wir auch nochmal wieder Glück gehabt. So. Dann schicken wir ihn da über außen. Der sieht den in der Mitte, den kleinen. Der flankt nochmal rein, aber die Flanke kommt nicht gut. Aber wir haben weiterhin den Ball. Wir haben immer noch den Ball. Wir haben immer noch den Ball. Und wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Da ist das Ding noch einmal. Da ist das Ding noch einmal. Ich habe die Videosequenz jetzt aus Versehen übersprungen. Ich war so voll Euphorie. Wir haben das Ding. Das Ding haben wir. Sauber. Aber wir haben die Sequenz ja auch schon mit der Schale gesehen. 3-0. 3-0. Wunderschön. Aber wir haben uns auch stark hier durchgekämpft. Das muss man auch sagen. Ach, wir haben gar nicht gegen Darmstadt gespielt. Wir haben ja gegen Frankfurt gespielt. Ah, doch. Doch, 5-1 gegen Darmstadt gewonnen. Da sehen wir es dann nochmal. 1-0 gegen Wolfsburg, 2-1 gegen Frankfurt, 5-1 gegen Darmstadt und 3-0 gegen Augsburg. Wir haben nur gegen Erstligisten gespielt und wir haben das Ding. Sauber. Schön, schön. Und damit können wir planen, oder könnt ihr mitplanen, wie wir in die nächste Saison gehen. Hier haben wir einen Torhüter, ein zentral-defensives Mittelfeld und ein zentral-offensives Mittelfeld. Das sind jetzt nicht gerade so ganz die Burner, aber ja, ja, ihr wollt verkauft werden. Das sehen wir dann. Da komme ich auch schon zum nächsten Thema, verkaufen oder nicht. Da seid ihr gefragt. Da würde ich mir wünschen, wenn ihr mir helft. Mit wem gehen wir in die erste Liga? Wie soll unsere Mannschaft aufgebaut werden? Jetzt, da wir auch mit Europa planen können, ich sage jetzt erstmal Europa planen können. Ich weiß nicht, ob es eine Qualifikation gibt, ob wir da irgendwas spielen müssen. Da weiß ich gar nicht, wie firm da FIFA ist. Und Isaac möchte 6.000. Und ich sage, er ist jetzt einfach wichtig für die erste Mannschaft. Und dann spulen wir hier weiter vor. Das hatte ich ja gesagt. In der Hoffnung, dass wir aber auch nächste Saison beim Stuttgart sind, weil wir nicht alle Ziele erfüllen können, die die uns gesetzt haben. Und nicht, dass die dann sagen, oh nö, so schon mal gar nicht. Dann musst du gehen. Aber wir haben eine 91er Bewertung. Von daher dürfte das eigentlich klappen, dass wir in der nächsten Saison noch beim VfB Stuttgart sind und ihr somit auch die Chance habt, mir wirklich zu schreiben, wen sollen wir verkaufen, wen sollen wir kaufen, wem sollen wir einen Startelf Platz geben, wer soll auf die Bank rutschen. Da können wir gerne über die Kommentare oder via Twitter. Es steht alles unterm Video, wo ihr mich erreichen könnt, Instagram. Können wir gerne kommunizieren und
Ja, ich freue mich drauf, weil ich habe so die Hoffnung, dass das das erste Mal ist jetzt. Jetzt nach, boah, wann fing FIFA an bei uns hier? Im November? Im November, glaube ich, haben wir angefangen. Ja. Wirklich im November. Und jetzt ist Juni, also ein halbes Jahr später. Und wir sind Zweitligameister und das Spiel hängt. Nein, das Spiel hängt nicht wirklich. Leute, wir müssen beten. Oh. Puh, ich habe schon gedacht, jetzt hängt's. Spielleier abgelaufen. Oh, der ist zu Arsenal zurückgegangen. Dafür haben wir Jan Clement wieder gekriegt. Wunderbar. Und wir sind auch noch Trainer der Saison. Ja, logisch, wir sind Zweitligameister und DFB-Pokalsieger. Aber wir sehen nochmal, wie knapp das war in der zweiten Liga. Aber nun gut. Knapp ist auch gewonnen, ne? So, die Bewertung. Der Vorstand ist außerordentlich zufrieden mit ihrer Leistung dieser Saison. Spieler und Mitarbeiter haben enormen Respekt vor ihnen und sie haben die Philosophie des Vereins wirklich verinnerlicht. Sowohl auf als auch neben dem Rasen. Wir würden uns über alle Maßen freuen, sie auch nächste Saison im Verein begrüßen zu dürfen. Mit freundlichen Grüßen, Freddy Bobic. Nee, keine Ahnung. Freddy Bobic ist ja nur für Sportliche. Und da sehen wir dann auch jetzt den Ladebalken und ich möchte euch da nicht auf die Folter spannen, das dauert jetzt. Auf jeden Fall schreibt es in die Kommentare, wen wir uns kaufen sollen, wen wir verkaufen sollen, Aufstellungstipps oder sonstiges. Ein Däumchen wäre ein Träumchen, Abo da wäre auch nicht schlecht. Und ich sage jetzt, ja, ich wollte jetzt eigentlich gute Nacht sagen, weil jetzt gehe ich ins Bett. Aber wenn ihr das Video seht, dann geht ihr hoffentlich nicht ins Bett. Das wird nämlich wohl morgen früh sein. Da sollt ihr aufstehen und arbeiten gehen. Ein bisschen Geld muss ja auch ran. Oder zur Schule gehen. Noch ein paar Tage. Ihr habt es bald geschafft. Alle Schüler, die mir zugucken. Jedenfalls in Niedersachsen. Es sind bald Ferien. Und aber auch in anderen Bundesländern. Die Schulzeit ist bald vorbei. Wir haben jetzt Anfang Juni. Anfang Juli haben, glaube ich, in Niedersachsen die Schülerferien. Und dann gibt es noch August. Und dann sind eigentlich so gut wie alle schon wieder durch. Ende August. Also, genießt die Zeit. Strengt euch nochmal die letzten Tage in der Schule an. Manchmal hilft das noch was. Die letzten Tage bleiben den Lehrern immer gut im Kopf. Alle, die arbeiten gehen müssen. Viel Spaß noch morgen. Alle, die danach ein Wochenende haben und Feiertage haben, euch ein schönes Wochenende und schöne Feiertage. Ob ihr mit den Eltern feiert oder mit Familie oder ob ihr gar nicht feiert, das ist ganz euer Ding, aber trotzdem dann schöne freie Tage.